Papierstenno mit Laserpointer. Ich teste gerade einen neuen Workflow aus. Hier bleibe ich auf quadratische Zettel eines Zettelblocks. Nachdem ich einen Zettel vollgeschrieben habe, mache ich davon ein Foto. Natürlich schreibe ich den Zettel schrittweise in kleinen Schritten. Immer wenn ich einen Satz oder einen Teilsatz geschrieben habe, mache ich eine Tonaufnahme auf meinem Digitalrekorder, den ich immer mit dabei habe. Wenn ein Zettel voll ist, mache ich davon ein Foto. Dieses Foto nehme ich als Hintergrund für einen Whiteboard-Rekorder, wie zum Beispiel Vittel. Im nächsten Schritt lasse ich den Digitalrekorder den Sprechtext wiedergeben und markiere die gesprochenen Worte mit dem Laserpointer.